sucht. Und das machen wir natürlich für Sophia. Für unser Goldstück. Rar. 117 Meter. Das schaffen wir. Nicht so, aber so. Komm schon, Ezio. Für Sophia machst du doch alles. Für die schöne Italienerin. Für die Erinnerung an die Heimat. Kommen wir? Nee, wir kommen nicht wieder. Oh, 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 oh. Oh, das war knapp, das war knapp. Wir hätten auch sterben können, aber Ezio und ich sind einfach so gut, dass er nicht sterben wird. Upsala, Entschuldigung, junge Dame. Ich sag doch, Entschuldigung. So, wir holen jetzt diesen schönen Blumenstrauß aus weißen Tulpen, die bestimmt aus Holland kommen. Wurde Holland eigentlich schon entdeckt zu der Zeit? Ja, bestimmt. Bisschen hin und her springen. Nö. Überhaupt nicht. Ihr seht aus wie ein Mann mit Geld. Was braucht ihr, Dostum? Tulpen. Weiße, falls ihr welche habt. Ah, Tulpen. Vergebt mir, die sind ausverkauft. Etwas anderes vielleicht? Nicht meine Entscheidung. Tut mir leid. Dann hört gut zu. Vielleicht weiß ich, wo ihr frische Tulpen bekommt. Ihr wartet hier. Ich komme wieder. Eine Stunde. Zwei höchstens. Ich warte doch nicht eine Stunde. Wir verfolgen jetzt einfach mal den Floristen. Der geht bestimmt an die Gräber oder so und holt sich da die Tulpen. Bestimmt. So, komm schon, Ezio. Ups. Ihr Schweine, man erwürgt keine kleinen Mädchen. Nein, nein, nein. Du hast mich nicht gesehen. Geh weg. Dreh dich um. Dann gehen wir halt mal über die Dächer. Ho, wie Ezio wieder rumstöhnt. Das ist abartig. So. Der geht alles geradeaus. Das schaffen wir noch. Ich kenne den Mann. Ups. Ich hab nichts gemacht. So. Da kommt der junge Mann. Da müssen wir uns mal hier reinstellen. Sonst entdeckt er uns. Oh Mann, ey. So. Alter. Läuft er weiter? Ja. Ach, komm schon, Junge. Lauf schneller. Tu's für Papa. Tu's für die schöne Sophia. Ach, da ist ja auch noch ein DNA. Ein Animus-Fragment. Hä? Was denn? Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Checkpoint. Drei weiße Tulpen pflücken. Tulpen, Tulpen, Tulpen. Pflück. Oh, jetzt ruckelt es gerade ein bisschen. Ah, das kommt nicht von mir. Auch nicht vom Rechner, das kam von der Animation. So, Tulpe Nummer 1. Fehlt uns nur noch zwei. Aber zuerst holen wir uns noch das Animus-Fragment. Dann die Tulpe Nummer 2. Und Tulpe Nummer 2. Und zap, zalap. Da haben wir dann die Tulpe Nummer 3.
Wunderbar. So, und jetzt ab zu Sophia. Sie müsste das Buch ja jetzt schon... Ah, kacke, nicht so, Ezio. So, genau. Komm. Und heppa, heppa. Wunderbar. 144, scheiße. Oh, und wir haben keine Medizin mehr. Naja. Wir kriegen es auch so hin. Komm schon. Komm, Ezio. Sei ein Mann und klettere schneller. Und weiter geht's. Hopp. Ah, da ist ein Heuhaufen. Todesblung. Ah, Mediziner. Das kommt doch gerade gelegen. Dann medizinen wir uns. Jetzt heilen. Wunderbar. Apothekerbedarf. Ah, schnell wirkendes Gift können wir uns jetzt auch kaufen. Wunderbar, aber wir brauchen noch Medizine. Schön, das freut mich, wenn wir uns dann gleich wieder besser fühlen. So, dann treffen wir jetzt gleich Sophia. Oh, was hat sie denn vor, die schöne Frau? Was ist das? Ein Geschenk, bitte. Sehr lieb von ihr. Che belli, grazie. Ich wollte euch danken, dass ich einen kleinen Beitrag für euer Abenteuer leisten darf. Ein kleiner Beitrag reicht in diesem Abenteuer, glaubt mir. Ihr seid mir ein Rätsel, Ezio Auditore. Mi dispiace. Das ist keine Absicht. Es ist schon gut. Eher fascinante. Sembra squisito. Oh, hab Dank. Schon fertig mit der letzten Chiffre? Ah, die Chiffre, sie. Ich löste sie schon vor Stunden. Ihr bekommt sie früh genug. Ezio, Ezio, Ezio. Checkpoint erreicht. Eine kleine Besorgung. Ja, und da ich jetzt doch noch... komm. Die Bank kaufen wir uns jetzt noch schnell, damit wir die Kohle abholen können. Komm, kaufen. Kauf. Ja, kaufen für 1080 Münzen. So. Dann holen wir uns gerade noch das Geld von der Bank. Geld abheben. So, wunderbar. Ja, Buchführung ist mir erstmal egal. Gut, wir schauen kurz auf die Karte und sehen nämlich nichts. Hä? Ah, hier. Ist Sophia Erinnerung. Aber ich sehe gerade, wir haben ein Ausrufezeichen. Ach nee, das ist für die Animus-Inseln. Gut, ich sage trotzdem erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Revelations. Habt einen schönen Abend und tschüssi!